Die Daimler-Aktie reagiert mit einem deutlichen Minus darauf. Aktuell sehen wir einen Abschlag von über 3%. Hier ist er zu sehen. Jawohl. Und dazu begrüße ich jetzt in Stuttgart den Vermögensverwalter Georg Tilenius. Herr Tilenius, wie bewerten Sie diese Gewinnwarnung? Danke, Defner. Das war abzusehen, denn Daimler hat sehr hochpreisige Modellpalette. Da ist bisher noch nicht so furchtbar viel passiert. Die leiden also nicht wie der Massenmarkt in Europa. Aber sie haben natürlich einige neue Autos jetzt seit kurzem auf dem Markt. Die neue A-Klasse, die müssen erstmal ihr Geld verdienen. Dann sind Investitionen für neue Autos zu machen. Es gibt nächstes Jahr eine neue S-Klasse und verschiedenes andere. Und auf der anderen Seite vorne werden dann weniger Autos verkauft. Das ist eine logische Konsequenz der allgemeinen Schwäche des Automarkts, die auch die besseren und teureren Autos erwischt. Daimler will jetzt sein Sparprogramm früher starten und nächstes Jahr schon mal rund 1 Milliarde einsparen. Ist das der richtige Weg? Ja, das ist der richtige Weg, denn ein Unternehmen wie Daimler hat viele Stellschrauben, an denen es drehen kann. Das Unternehmen ist sehr gut geführt, es hat sehr hohe Substanz. Und natürlich kann man hier und da Kosten senken, man kann Entwicklungen verschieben oder, wie das Unternehmen auch sagt, es wird nur das gebaut, was die Kunden wirklich wollen. Das, was vielleicht nebenbei noch schön ist und Spaß macht, wird erst mal verschoben. Da ist eine Menge Fleisch auf dem Knochen. Die Daimler-Aktie kriegt heute fett abgeschnitten. Da geht es um 3% rund nach unten. Wie sehen Sie die weiteren Aussichten für das Papier? Die Aussichten in den nächsten paar Monaten sind sicher nicht rosig. Aber auf die Dauer der Zeit ist die Aktie mit einem Kursgewinnverhältnis von ungefähr 7 jetzt sehr günstig bewertet, so tief wie auf den Tiefen der Rezession 2008, 2009. Wer also zum Beispiel 12 Monate Zeit hat, kann sie jetzt gut kaufen. In den nächsten 6 Monaten werden wahrscheinlich keine größeren Sprünge da sein. Sobald im nächsten Jahr die neue S-Klasse dasteht und noch ein paar andere Modelle, über die so etwas kryptisch geredet wird, wird dann auch wieder eine Menge Schwung in die Aktie kommen. Was heißt das? Wie weit kann der Schwung Sie dann nach oben tragen? 20 bis 30%, sobald die Rallye losgeht. Also es sind Kurse um die, das ist jetzt schwer zu sagen, aber der Konjunkturzyklus läuft ordentlich. Also Kurse um die 50 bis 60 sind erreichbar in einigen Jahren. Sagt Georg Tilenius. Vielen Dank. Gerne. Tschüss, Herr Defner.